Meine lieben Freunde der auf wiederverwertbare Textilien bezogenen Unterhaltung hier heute wieder aus Leipzig, aus dem Sleeve Plus Plus, diesmal alleine vor der Kamera. Und zwar habe ich gedacht, ich verliere mal ein paar Worte zu dem Thema Vintage, was ja jetzt gerade im Moment in aller Munde ist. Jeder redet drüber, viele Leute kaufen den Kram, es ist eigentlich auch omnipräsent auf Instagram und allen anderen sozialen Netzwerken. Ich muss leider hier immer mal auf mein Handy schauen, nicht weil mir die eine Frau schreibt, diverse sind es ja nämlich nicht, ein Glück an der Stelle, ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, sondern weil ich mir Notizen gemacht habe, da werde ich immer mal drauf schauen, weil ansonsten verliere ich den Faden. Ganz kurz zum Anfang würde ich nur fürs Verständnis, also jetzt nur für dieses Video, weil es einfacher ist, dann vielleicht auch im Anschluss darüber in den Kommentaren zu diskutieren, eine kurze Abgrenzung machen zwischen Vintage und Secondhand. Das ist nicht unbedingt richtig, was ich jetzt erzähle, aber einfach nur, damit ihr immer wisst, was ich meine, wenn ich jeweils davon rede. Vintage ist für mich bezogen auf so dieses ganze, ich sag mal so High-Fashion-Kram-Zeug, irgendwie so Louis Vuitton und irgendwelche Archive-Pieces und so, also alles das, was auch vor allem hochpreisig ist. Und Secondhand ist für mich bezogen auf einfach nur so Stuff, den man halt sich mal im Humana oder so kauft, also jetzt nicht unbedingt irgendwas, was wirklich alt ist, hier einfach mal irgendeine Anzughose oder hier so ein Strickpullover ohne krasse Marke, ohne irgendein krasses Label drauf. Wie gesagt, das ist jetzt nur für dieses Video die Eingrenzung, damit wir verstehen und alle verstehen, wovon ich rede. Ich würde jetzt einfach mal starten und erzählen, wie ich eigentlich zu diesem ganzen Thema Vintage gekommen bin. Das ist bei mir schon relativ früh der Fall gewesen. Tatsächlich so roundabout vor 7, 8 Jahren habe ich angefangen mit einem guten Kumpel von mir. Und er wird wirklich jedes Mal erwähnt. Hier ist aber auch einfach wichtig, Wavy Vintage aka Evgeni zusammen Sachen auf eBay zu schießen. Das heißt, wir haben da viel einfach gedickt und gekauft und vor allem einfach, weil es billig war. Ich habe damals so Tommy Hilfiger Sweater für 6 Euro und also wirklich völlig wahnsinnig irgendwelche Nike Tracksuits für 5er und so. Also da war wirklich überhaupt gar keine Nachfrage. Oh, Alter, dementsprechend waren die Preise auch sehr billig. Das hat sich auch weitergezogen durch die nächsten Jahre. Ich bin irgendwann so ein bisschen faul geworden, einfach weil mich mein Kollege, also Wavy Vintage, einfach durchgezogen hat. Da habe ich immer einfach so sagen können, ja okay, das finde ich nice, das finde ich nice, das finde ich nice. Und habe halt am Ende irgendwie das bezahlt, was er auch bezahlt hat. Also absoluter Ehrenmann, ist bis zum heutigen Tage übrigens so, dass der mir so sein Stuff einfach rübergibt. Und habe deswegen auch so ein bisschen diese ganze Entwicklung mitgenommen, vor allem natürlich die Preisveränderung. Wir haben damals, wie gesagt, Tommy-Kram für 5, 6, 7 Euro geschossen, irgendwelche Nike-Tracksuits, das ist halt jetzt auch 7 Jahre her. Mittlerweile kann man da auf jeden Fall mit einem guten Gewissen eine Null dranhängen. Das heißt, der ganze Spaß ist auf jeden Fall teurer geworden. Also quasi auch gehypt. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt der Hype? Warum sind gerade so viele Leute auf dem Film und versuchen Vintage zu kaufen? Muss man sagen, den Hype gibt es eigentlich schon immer. Ich finde, es gibt schon immer eine sehr stabile Vintage-Community. Es hat sich natürlich aber auch entwickelt. Früher war es halt so Tommy Hilfiger und eher so Sportswear-Geschichten. Heute ist es viel halt so Haute Couture. Das heißt also so Prada, Louis, so der ganze Kram, ein bisschen Vintage Dior und so, was jetzt mehr gekauft wird. Und ich glaube, wir hatten es auch schon in einem anderen Video mal angesprochen, ist einfach, dass man gerade in Current State ist, wo es extrem schwer ist, individuell sich zu kleiden. So in diesem ganzen Fashion-Ding. Jeder hat irgendwie alles, alle haben immer dasselbe. Was macht man? Man guckt halt, dass man sich irgendwelche Teile sucht, die 30 Jahre alt sind, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anders es trägt, nicht ganz so hoch. Da steht irgendein Kumpel von mir vor der Tür, ich sehe den hier durch die Ladenscheibe. Deswegen war ich jetzt kurz abgelenkt, aber der kann draußen in der Kälte stehen. Überhaupt gar kein Thema. Es ist vermeintlich preisgünstiger. Das ist ja so ein bisschen so das Main-Argument, was viele haben. Irgendwie, warum sollte ich mir den Spaß neu kaufen, wenn ich den gebraucht auch für die Hälfte vom Preis bekomme? Das ist immer noch richtig. Jedenfalls bei so diesem ganzen Haute-Couture-Kram kann man schon irgendwie auch mal einen Schnapper machen. So die Prada-Tasche ist einfach billiger gebraucht, als wenn man die neu kauft. Und der letzte Grund ist Nachhaltigkeit. Da tue ich mich tatsächlich extrem schwer mit, was die Nachhaltigkeit angeht. Es ist ja immer wieder so dieses Argument, was da vorgeführt wird, ja, ich trage Sachen, die wurden schon mal benutzt, die werden nicht extra für mich produziert, so, das ist nachhaltig.
Da würde ich aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen an der Stelle und die Frage in den Raum werfen, was ist eigentlich nachhaltiger Konsum? Und das ist jetzt auch meine Meinung. Für mich persönlich ist nachhaltiger Konsum nicht, ich kaufe mir eine Tasche für 500 Euro, ob die jetzt gebraucht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Natürlich ist es immer besser, Sachen gebraucht zu kaufen, aber 500 Euro für eine Tasche ausgeben, das ist nicht nachhaltiger Konsum, weil du kriegst es halt auch einfach von 20 und kannst die 460 Euro, vor allem das Mathe-Genie hier, die 480 Euro, die übrig bleiben, wenn ich einen Hambacher Forst spenden oder so ein Scheiß, da kann man auf jeden Fall mehrere gute Sachen mitmachen, deswegen ist das nicht wirklich nachhaltig, meiner Meinung nach. Was nachhaltig ist, und jetzt kommen wir zu dieser Begrifflichkeit, was ich am Anfang meinte, ist tatsächlich Secondhand-Klamotten tragen. Secondhand ist für mich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wirklich eigentlich einfach nur so Kram, den man eben mal bei Humana schießt. Zum Beispiel habe ich hier mal so meine drei Lieblingsdinger mitgebracht, hat man bestimmt alle schon mal gesehen. Das ist hier zum einen dieser Strickpullover, den habe ich für 6 Euro damals in Chemnitz geholt. Marke ist Bossini. Nie gehört in meinem Leben, keine Ahnung, was es sein soll. Meine Lederjacke, wo man die Ärmel abnehmen soll, kann. Das ist mittlerweile ja auch bekannt. Das ist von, weiß ich nicht, ich kann, es steht nicht mal drin, was es ist. Da steht, do not care in the city, best regards by MLE, take always the best offer. Habe ich in dem Fall gemacht, 35 Euro, war gutes Angebot, war ein Schnapper. Und das letzte Ding ist hier diese Nadelstreifenanzugshose, die habe ich mir von Achter geschossen. Das ist für mich Secondhand. Und da kommen auch all die ganzen Vorteile wieder, die diesem ganzen Vintage-Hype gerade zugeschrieben werden. Es ist preisgünstig, es ist nachhaltig, weil es halt schon produziert ist, weil es einfach wiederverwertet wird an der Stelle. Es ist individuell. Ich werde im Leben, also wirklich 500 Euro an denen, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht findet man das wirklich irgendwo, aber da muss man schon sehr explizit danach suchen. Aber zum Beispiel diese Lederjacke, das ist einfach so, die wird nicht nochmal irgendwo auftauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist halt wirklich einfach individuell. Und der größte Vorteil daran ist, und das ist eine Sache, die ich gemerkt habe, wenn man Sachen kauft, wo kein fettes Logo drauf ist, muss man sich wirklich mit dem Textil auseinandersetzen. Es ist nicht so diese Sache, wo dir das Prada-Logo die Frage, ob dir das steht oder nicht, beantwortet, sondern du musst dich wirklich damit auseinandersetzen, passt es zu mir, ist das was, was gut aussieht, ist es was, was mir steht, und man bekommt nochmal einen viel tieferen Bezug einfach auch zu diesem ganzen Thema Mode. Es ist nicht einfach nur so dieses stumpfe, Dior, Monogramm, alles klar, ich packe das ein, weil was könnte daran irgendwie jetzt verkehrt sein? Das ist ja das, was alle tragen, und das ist ja auch geil. Also würde ich sagen, dass da auch so ein bisschen wieder die Fakten verdreht werden, so dieser Vintage- oder Secondhand-Hype, der hier gerade so durchs Instagram gezogen wird, ist meiner Meinung nach auch wieder einfach nur irgend so ein Auswuchs dieser Szene, der eigentlich überhaupt nichts mit den Vorteilen zu tun hat. Alle kaufen sich halt Vintage Prada, Vintage Dior, Vintage Louis, vielleicht mal hier irgendwie Nike Piece, da mal irgendwas. Es ist nicht nachhaltig, es ist nicht individuell und es ist auch nicht preisgünstig. Also da spart wirklich eigentlich niemand Geld bei der ganzen Nummer. Deswegen hier auch nochmal mein Approach. Wenn ihr Bock auf dieses ganze Vintage-Secondhand-Thema habt, dann muss man nicht irgendwelche Reseller sich anschauen im Internet, sondern vielleicht wirklich einfach mal in den Local-Laden gehen, in Humana, in Resales, in was auch immer, auch wenn die trashy aussehen. Ganz oft findet man da auch mal ein kleines Schmuckstück, was auch wirklich, wirklich cool ist, wie zum Beispiel hier Strickpullover, wie die Lederjacke oder wie die Anzughose. Da kommen aber in Zukunft vielleicht auch noch ein paar Guides. Abschließend würde ich sagen, wir können gerne mal darüber diskutieren, was ihr zu diesem ganzen Thema zu sagen habt. Würde mich wirklich mal interessieren, weil es ja auch eigentlich eine gute Möglichkeit ist für Leute, die eher wenig Geld haben, sich ordentlich anzuziehen, sich ein paar gute Outfits rauszusuchen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was ihr mir dazu erzählen habt. Ansonsten jetzt hier shameless plug nochmal an mich selber an der Stelle. Mir ist aufgefallen, wirklich auf meinem Instagram ist ja erschreckend wenig los. Und da muss nochmal was passieren. Es gibt hier nämlich im Freundeskreis auch eine kleine Wette. Ich muss es jetzt mal manipulieren, weil vielleicht stecke ich mir da hier und da nochmal eine kleine Provision mit ein. Schaut da mal vorbei. Ja, das ist wirklich immer ganz besonders unterhaltsam. Ansonsten viel Spaß, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.